Ja, ich bin jetzt auf dem Weg in die Rattenfängerstadt. Wer weiß, welche Stadt das ist? Schreibt's mal in die Kommentare. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ja, ein Parkplatz habe ich hier jetzt schon gefunden, 2 Euro am Tag, irgendein Stadtparkplatz. Und jetzt will ich mal ins Zentrum wandern. Und ja, ihr habt richtig geraten, es ist die Rattenfängerstadt Hameln. Ich bin hier am Ufer der Weser angekommen und schaut mal, tatsächlich, heute ist Flohmarkttag, da ist schon wieder Flohmarkt. Da wandere ich jetzt erstmal ein Stück entlang. So, jetzt geht's in die Altstadt und hier sind schon wieder so schöne Fachwerkhäuser. Also ganz ehrlich, hier gefällt es mir tatsächlich noch besser als in Detmold. Also im letzten Video war ich ja in Detmold und wenn ich da Vergleiche anstellen sollte, Hameln gegen Detmold, eindeutig Hameln. Hier in der Altstadt sieht jede Gasse so aus. Schaut doch mal diese schönen alten Häuser. Egal ob du nach links oder rechts gehst, alles sieht so schön aus. Hier wird jetzt gebaut und das ist scheinbar der Marktplatz hier. Rats Apotheke. Da geht es auch noch entlang und ja, das ist der Marktplatz. Schaut euch doch mal diese schönen Häuser an. So viele schöne Details, die kleinen Fenster. Da geht es auch noch mal weiter. Und hier ums Eck auch. Jetzt stehe ich übrigens hier auf dem Pferdemarkt und ja, da hinten ist das schöne Fachwerkhaus, herrlich. Die Sliprampe, hier kannst du auch schöne Kanutouren und Bootstouren unternehmen, auch mal einfach nur eine Stunde auf der Weser schippern. Hier auf dem Boot wird gegrillt, also richtig viel los hier in Hameln. Tschüss Hameln und hallo Weserbergland.
Ich habe wieder ein wunderschönes Plätzchen gefunden, aber ich weiß noch nicht, ob ich hier bleiben kann. Es gibt kein Internet und ich arbeite ja abends gerne mal im Auto. Aber ich zeige euch jetzt mal diese Seite. Da steht Werner, da ist ein schöner Sonnenuntergang und hier ist direkt die Weser mit den Rapsfeldern. Richtig, richtig schön. Mensch, das ist so schade. Was mache ich denn nun? Bin ich nochmal nach unten gegangen? Also, da steht Werner im Sonnenuntergang und hier fließt ganz leise die Weser vor sich hin. Ist das nicht schön? Ich bin übrigens hier im Kurort Werden an der Weser. So, ich esse jetzt erstmal was. Da steht Werner. Und? Lecker! Eieiei, jetzt bin ich aber dick und rund. Ich habe die ganze Portion geschafft. Bratkartoffeln, lecker. Und ja, jetzt mache ich es mir hier im Auto gemütlich, da hinten. Ich stehe hier direkt an der Weser, habe ich euch ja schon gezeigt. Und das Gute ist wieder, es passt total, weil ein kleiner Tipp auch vielleicht für euch, wenn ihr an einen Stellplatz ankommt und freie Auswahl habt und egal eigentlich ist, wie rum ihr euch stellt. Als erstes schaue ich immer auf den Kompass, wo die Sonne aufgeht und stelle mich genau so hin, dass ich morgen früh die Sonne direkt am Fenster habe. Und darum ist hinter mir Osten. Also da morgen früh wird die Sonne über diesen Berggipfel gucken und mich wecken. Also praktisch dort. Falls es Sonne gibt. Der Wetterbericht sagt ja, es gibt morgen keine Sonne mehr. Egal wie, ich werde morgen tatsächlich noch hier eine kleine Wanderung unternehmen. So ein bisschen an der Weser entlang bummeln. Und ja, gegen Mittag werde ich wohl schon aufbrechen Richtung Heimat. Denn es sind tatsächlich 5 Stunden. Und wenn ich dran denke, dass vielleicht alle zurück nach Hause fahren aus einem verlängerten Wochenende, werden es bestimmt mehr als 5 Stunden. Daher will ich schon am Mittag ungefähr losfahren. Okay, ich liege schon im Bett und ich finde es so, so schön, dass es abends noch richtig hell ist. Da steht das andere Wohnmobil, alle anderen sind weg. Und passt mal auf, ich drehe mal um. Das ist mein Ausblick hier aus meinem Fenster. Genial, oder? Ich finde es so schön hier. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Werden. Tatsächlich lacht hier die Sonne, obwohl bewölkt angesagt war. Und ja, ich glaube, ich werde heute mich draußen hinsetzen und frühstücken. Jetzt wandern. Ja, ich habe keinen Rucksack, habe heute nur eine Tasche, weil erstens wird die Wanderung nicht sehr lang werden, da ich gegen Mittag schon Richtung Heimat fahren möchte. Und zweitens sind es hier keine Bergbesteigungen oder so, sondern einfach hier gemütlich am Fluss entlang. Es ist so schön. Vorne ist der Ort Werden, da kann man auch schön Urlaub machen. Und da hinten, da stehen richtig viele Rinder auf der Weide. Seht ihr das?
Eigentlich hatte mir ja eine Followerin von Instagram geschrieben, ich soll 12 Kilometer weiter in die Richtung wandern oder fahren. Dort gibt es einen Skywalk und man hat einen super Ausblick. Aber ich schaffe jetzt hier in den 2 Tagen eh nicht alles. Und darum habe ich beschlossen, ich schaue mir jetzt hier erstmal die unmittelbare Umgebung an, weil ich ja gegen Mittag auch schon wieder nach Hause fahren muss. Und das mit dem Skywalk und die anderen Sachen, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich muss sowieso nochmal herkommen, weil ich nicht alles schaffe. Und hier stehe ich jetzt direkt am Schlosspark von Wehren. Hier ist auch gleich so eine Übersichtskarte. Also der öffentliche Park ist nur hier vorne, direkt an der Weser. Und das ist dann das private Grundstück. Ja, die Studenten der Uni Höxter haben ihre Diplomarbeiten geschrieben und diesen Park für 30 Jahre zugänglich gemacht und schön aufgeforstet und ja, schön gemacht für die Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, nur 30 Jahre. Das ist im Jahre 2030 vorbei. Und der nicht zugängliche Teil von diesem Park, der ist den Mietern vorbehalten, die in dem Turm ihre Wohnungen gemietet haben. Und die Eigentümerin, die lebt auch noch. Das ist die Andrea von Köckritz, geborene Freiin von Wolf Metternich. Schimpft jemand mit mir? Bestimmt haben sie dort irgendwo ihr Nest. Wisst ihr, was noch interessant ist? Ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, ne? Und da drüben, die Rapsfelder, die sind in Niedersachsen. Ich hoffe, ihr hört das. Der Kuckuck ruft. Wahrscheinlich wurde diese Hütte schon des Öfteren aufgebrochen und es wurde Alkohol gesucht. Ja, sicher ist sicher, ne? In dieser Hütte befindet sich kein Alkohol. Hier direkt in der Nähe von meinem Parkplatz befindet sich auch die Personenfähre. Kann man praktisch von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen schippern. Kostet dann 1 Euro. Mit Fahrrad 1,50 Euro. Kinder sind kostenlos bis 4 Jahre.
Also in diese Richtung flussaufwärts komme ich jetzt nicht weiter, direkt an der Weser entlang. Das geht nur Richtung Höxter, flussabwärts. Und darum habe ich mich entschlossen, mit dem Auto nach Beverungen zu fahren. Mal schauen, was da noch so los ist. Und eine richtig dicke Empfehlung, der Ferienort Werden, der ist wirklich idyllisch. Also wer mal in Ruhe abspannen möchte, unbedingt hierher fahren. So, ich bin jetzt hier am Skywalk doch noch gelandet, weil es ist noch echt früh. Und Werner steht hier auf so einem Wanderparkplatz. Ha, schaut mal, da sieht man mich. Und ich trinke jetzt erst noch schnell einen Kaffee und ja, dann nehme ich euch mit auf einem Skywalk. So, ich befinde mich hier, wo der rote Punkt ist. Scheint nicht weit zu wandern zu sein, aber es gibt noch mehrere Rundwanderungen hier. Unterschiedlicher Länge von 23,2 Kilometer bis 0,4. Geht auch noch. Und eine richtig schöne Gegend. Gefällt mir richtig gut hier. So, jetzt geht hier so ein schmaler Pfad nach etwas unten. Und da unten ist die Weser. Ich bin schon ganz gespannt, wie der Skywalk sein wird. Ich bin angekommen. Der Skywalk wurde November 2010 bis März 2011 gebaut und jetzt geht's hier entlang. Ich bin hier übrigens im Dreiländereck, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und tada! Jetzt auch mal die andere Seite. Eigentlich habe ich gar keine Lust, jetzt wieder loszufahren. Das Wetter ist schön, es ist schön warm und ja, aber 5 Stunden Heimweg dauert schon eine Weile. So, ich bin schon wieder zurück. Also der Weg ist ungefähr 5 Minuten lang vom Parkplatz. Ihr könnt natürlich auch auf einem anderen Parkplatz parken und dann eine kleine Wanderung noch unternehmen. Schaut mal, das ist auch cool. Hier liegt ein richtig dicker Baum und hier wurde praktisch ein Tagebuch angefertigt. Und zwar 1835, der letzte deutsche Braunbär wird in den Bayerischen Alpen erschossen. Dann weiter nach außen hin, die Gründung des Kaiserreiches. 1886, die ersten Autos mit Verbrennungsmotor werden in Betrieb genommen. Dann geht's hier weiter. 1904, der letzte Wolf wird in Deutschland in der Lausitz erschossen. Dann 49, Gründung der Bundesrepublik. 68, die studentische 68er-Bewegung gegen staatliche Zwänge eskaliert. Und 86, die Nuklearkatastrophe. Was so ein Baum alles miterlebt hat, wenn der sprechen könnte. Und hier ist gleich auch noch so eine Schautafel über eine Baumscheibe, was dort alles zu lesen ist aus der Natur. Ja, richtig wissenswert, auch für Kinder, denke ich. So, bevor ich jetzt nach Hause fahre, bin ich hier noch beim Italiener gelandet. Noch ein bisschen Mittagessen und dann geht's 4 Stunden ab nach Hause. Ich liebe Nudeln. So, einmal zur Bank, bitte, es ist keine Werbung. Das Kartengerät beim Italiener funktioniert nicht. Hättest du mal vorher sagen können, oder? So, jetzt habe ich den Goldesel ein bisschen geschröpft und gehe erstmal meine Rechnung bezahlen. Jetzt noch schnell ein Latte Macchiato. So, jetzt habe ich einen Keks, ein Latte und jetzt kann es losgehen. 4 Stunden Fahrt. Bisschen zu der Musik, wo alles laut ist. Ein Tag wie diesen. Also, ich bin 1:15 vor zu Hause. Es ist wunderbar gelaufen. Die Fahrt war richtig super. Also, ich konnte fast 140 durchfahren die ganze Zeit. Aber jetzt, passt mal auf, ich drehe mal um. Ich fahre 10 km/h, weil Stau. So, ich bin in 10 Minuten zu Hause und ich muss erstmal Auto waschen. Boah, guckt euch doch mal meine Scheibe an. Aber jetzt geht's erstmal in die Wäsche. Tschüss, Renner, bis gleich. Wieder sauber. Einmal Klo putzen, bitte.
Ja, hier an der Weser möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein bisschen Liebe da, Daumen nach oben, Abo, wenn es euch gefallen hat, Glocke nicht vergessen und dann haut rein, bis zum nächsten Mal.